Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivions. Boah, sorry, ich hab's gerade irgendwie mit der Wortfindung. Und wir waren ja in der letzten Folge mit Magir in der Rota-Höhle und unserem Verehrer, die vielleicht Brüder sein könnten. Guck mal, wie die uns ansehen. Der hat kaum Leben, der ist, der hat Leben, der hat gar kein Leben. Aber ja, guck mal, wie die uns ansehen. Die könnten Brüder sein, Geschwister. Oder verwandt zumindest. Das war ein hoher Sprung. Oder ein tiefer Fall. Whitmond haben wir gefunden. Das hier ist Whitmond? Oder was ist Whitmond? Egal. Wir haben die Höhle letztens, in der letzten Folge freigemacht. Und nun gehen wir jetzt mal wieder zurück. Seid gegrüßt, Nord. Enilroth, okay. In Anbild in der Kapelle von Dibella, der Liebesgöttin. Ja. Okay, konnte ich nicht zu Ende lesen. Hier, Kriegergilde, da wollten wir rein. Hallo? Hallo? Was war das denn gerade? Wie schön, euch zu sehen. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Ja, schwere Rüstung, ist wirklich so. Irgendwie fühle ich mich immer in schwerer Rüstung wohl. Zumindest in Spielen. Also, habt ihr euch schon um diese Diebe gekümmert? Die Diebe sind erledigt. Ihr habt sie erwischt, ja? Gute Arbeit, ihr zwei. Ihr werdet in der Gilde euren Weg machen. Hier ist eure Bezahlung. Auftrag? Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Fragt doch Burz Grokash in Chardinal. Er hat vielleicht etwas. Lebt wohl. Ich glaube, von dem haben wir einen Auftrag, oder? Aus Chardinal? Was ist? Wurden wir befördert oder noch nicht? Warte mal, Quests. Nuheims Flasche. Oh, die können wir eben noch schnell machen. Nuheims Flasche. Die haben wir ja geholt. Können wir eben abgeben. Guten Abend. So, Neuheim, da ist er. Ihr habt die Hände eines Heilers. Nee, einen wunderschönen hier. Guten Tag. Grüße. Ja, Neuheim, hier. Ja? Eure Flasche, euer Erbstück. Ah, ihr habt es. Den Göttern sei Dank. Endlich bleibt mein Met kühl und schmeckt nicht nach Goblin-Pisse. Nehmt dies und meinen Dank. Ich mag sein Grinsen irgendwie. Goblin-Pisse hört sich auch sehr lecker an. So, aber dann haben wir das auch schon erledigt. So, Amelie und Schuld. Burz Grokash. Genau. Das war das Auftrag. Ja, ein Erbstück für Biene Amelie und wiederzuholen. Sie lebt in Stade, einer kleinen Siedlung nahe Leyavin. Ich sollte mich für weitere Details bei ihr melden. Leyavin ist... Wir sind in Anvil, ne? Wir sind gerade in Anvil. Laufen wir den Weg zu Fuß oder? Obwohl. Komm, weiß Hanks Unterkunft, wir machen Schnellreise. So, dann müsste auch unser Pferd in der Nähe sein, oder? Oder spawnt unser Pferd nur, wenn wir. In eine Stadt gehen. Hier dürfte jetzt aber auch nichts mehr sein, oder?
so starr, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Ach, wir sind schon in Stade. Denn das hier ist Stade. Tür zu Stade Innenbezirk? Ihr solltet jetzt gehen. Wie in Amelia. Hallo, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich brauche eure Hilfe, um gewisse Schulden zu begleichen. Okay, Bien Amelion. Ich bin Bien Amelion. Bien. Ich fürchte ja. Mein Vater hatte ein kleines Problem mit der Spielerei. Leider war er hoch verschuldet. Als er gestorben ist, habe ich seine Schulden geerbt. Wie hoch sind denn die Schulden? Eine Menge, über 1000 Septime. Mein Vater war ein ziemlicher Spieler. Ein ziemlich schlechter Spieler. Und wo ist euer Vater? Fort, aus unserem Hause verschleppt, in der Nacht. Ich würde gerne Schwert und Rüstung meines Großvaters verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Sonst bin ich die Nächste. Schwert und Rüstung? Sie waren eine Grabbeigabe für meinen Großvater. Das Schwert und der Panzer sind viel wert, da sie verzaubert waren. Sie sollten meine Schulden decken. Holt sie doch bitte für mich. Wo sind Schwert und Rüstung? Nicht weit weg, im Familiengrab meiner Vorfahren. Hier, ich kann es euch auf eurer Karte zeigen. Bitte bringt sie mir zurück, damit ich die Schulden meines Vaters begleichen kann. Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Hohe Berge erheben sich an der Grenze im Norden und Osten und Sümpfe und Regenwald erstrecken sich bis zur südöstlichen Grenze. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Okay, aber interessant, dass das hier Tür in den Innenbezirk ist. Hier auch Tür zu Stade Innenbezirk, hä? Innenbezirk. Was für Innenbezirk? Oh, da war rot. Da hätte ich nicht reingedurft. Okay. Ach, wir dürfen schwimmen. Und hier im Wasser irgendwie was Gefährliches? Da brennt wieder was. Ist bestimmt nur ein Lager, oder? Wo ist unser Verehrer? Ist er hinterher geschwommen? Jo, das schwimmt tatsächlich hinterher. Der macht aber auch alles mit. So, das ist das Grab. Ich finde das Schwert sieht irgendwie interessant aus. Warte mal. Der sieht wirklich cool aus. Noch mehr Schlammkrabben. Also ich freue mich schon, wenn wir dann ein vernünftiges Daedra-Schwert haben. Okay, Skelette. Und Zombies. Nee, der hat nichts. Ich
finde es aber schon interessant, wenn man hier von einem Zombie gebissen wird oder getroffen wird, man sich nicht selber zu einem Zombie verwandelt. So, Silber, ja, nicht wirklich was wert. Was haben wir hier? Wermutblätter? Nee. Immerhin brauchen wir keine Dietriche mehr. Wir müssen mehr Data-Quests machen, fällt mir gerade auf. Wegen den Artefakten. In Morrowind war ich so doof und habe die Data-Quests nicht gemacht, weil ich die nicht gecheckt hatte oder so. Geist. Okay, Gespenst. So, einmal kurz vielleicht alles reparieren. Nein! So, aber ich bleib wieder bei dem hier. Salzen. Wir haben keine Hämmer mehr. Warte mal. Das ist eine Sackgasse, oder? Josef Amelions Rüstung. Aus dem Weg? Aus dem Weg, habe ich gesagt. So. Dann gehen wir erstmal hier entlang. Müssen wir die komplette Rüstung einsammeln? Elfe Kurzschwert, geschnürte Lederhose. Okay, also hier entlang. Aber sonst liegt hier keine Rüstung mehr. Oh. Da fällt mir gerade was auf. Da sind noch mehr Zombies. Kopflose Zombies sogar. Okay, einer hat uns im Visier. Einer hat uns gesehen. Eine scheint verzaubert zu sein von den Zombies. Aber das ist kein Kopfloser. Der andere ist ein Kopfloser. Zustand hat unsere Waffe jetzt 92, okay.
So, hier hoch. Glaspfeile. Gold-Diamantring nehmen wir mal mit. Tollkirschen lassen wir mal. Jeder Wette gleich kommt wieder ein Geist. Speicher vielleicht einmal. Brusev Amelions Schild. Okay, die ganzen Teile liegen hier überall irgendwie irgendwo rum. Edelstein besetztes Amulett. Können wir gut Geld machen. Die Frage ist jetzt, wie viel haben wir vielleicht schon übersehen? An Rüstungsteilen. Nehme ich mal mit. Okay, vom Wert hat der jetzt nichts. Stiefel. Ach, die haben wir schon. Ja, gut. Können wir verkaufen. So, Gold. Schild, Skeletthüter. Elfenkriegshammer. Ei. Okay, was können wir ablegen, was wir nicht brauchen? Wir haben zu viele Pfeile mit. Klinge des Leidens. Ah, das ist ein Questgegenstand. Mist. Brusev Amelions Schild und Rüstung. Das ist das, was am wenigsten was wert ist. Die sind immer noch zu schwer. Komm, nee, den könnten wir noch gebrauchen wegen Dings. Zugintelligenz, Willenskraft, Ausdauer wiederherstellen, Festigkeit, nee. Was soll ich denn damit? Unsterbliches Blut, komm, wir packen mal die Bücher weg. Die wiegen nichts, die Schlüssel, dann behalten wir die. Löwenpelz kriegen wir so oder so noch mal irgendwie irgendwo her. Ich hoffe bei den Questgegenständen, dass das vielleicht hoffentlich nichts wiegt.
Elfenkurzschwert. Den lassen wir mal. So, jetzt gehen wir wieder auf das hier. Okay. Wir machen das folgendermaßen. Wir schmeißen das hier jetzt weg. Schade. Schade drum. So, Bruser, Familie und Schwert. Und wir sind wieder überlastet. Den Bogen würde ich gern behalten. Dann schmeißen wir mal den Glasbogen weg. Ich habe ein Zeremonienschwert und Rüstung aus dem Grab der Amelion geborgen. Ich sollte die Bienne Amelion zurückbringen. Ich finde das schade jetzt um den Bogen, aber... so, das ist mein Schwert. Wir gucken, ob ich noch mehr von den Teilen finde. Beziehungsweise, wir haben hier jetzt das Schwert. Die Armschienen. Ne. Fehlt da nicht noch was? Ein Helm oder so? Wir sind wieder hier. Okay, in dem Zwischengang war jetzt, glaube ich, nichts, oder? Nochmal alles absuchen, würde ich sagen. Nicht, dass wir jetzt seinen Helm irgendwie auch noch vergessen haben. Kann ja sein, dass es hier irgendwie irgendwo versteckt ist, oder? Hier hinter hatten wir ja das Schild. Die nehmen wir mal mit. Könnten wir ja gebrauchen. Und wir müssen definitiv gleich unsere Pfeile mal wegpacken. Das sind zu viele Pfeile, die wiegen zu viel. Ich frage mich aber wirklich, ob es hier einen Helm gab. Da haben wir noch was. Weißt du was? Wir packen hier was rein. Wir packen hier... Ach komm, scheiß drauf. Was haben wir jetzt eigentlich alles von dem? So... Ach, das waren die Schienbein-Dinger. Okay, Helm fehlt aber immer noch. Wir sind zu schwer belastet.
So, die Schienbein-Dinger fehlen noch. Ach, so rum kann ich, okay, warte mal. Und, das Schwert wieder. Aber wo ist das Helm? Falls es einen Helm gab. Ach komm, scheiß drauf. Die sind eh schon zu sehr belastet. Obwohl. Vielleicht finden wir den ja noch. Irgendwo am Anfang. Wir müssen nur ganz genau hinschauen. Ah, okay, komm. Egal, wir gehen. Okay, wir gehen ein bisschen unter, aber wir haben fast die komplette Rüstung. Wo ist unser Verehrer? Seid erneut gegrüßt. Habt ihr Schwert und Rüstung gefunden? Schwert und Rüstung. Ihr fandet das Gesuchte? Fantastisch. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Hier sind Schwert und Rüstung. Habt Dank. Habt tausend Dank. Hoffentlich kann ich sie verkaufen, um meine Schulden zu begleichen. Ihr seid ein Lebensretter. Und, wie sieht es mit den Schulden aus? Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir eure Hilfe bedeutet. Nochmals danke. Jetzt ist die Frage, okay, die wollte nur, ein paar Sachen davon haben. Warte mal, wir wollen jetzt Zylindschwert und Rüstung ihres Großvaters, damit sie verkaufen kann, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich zurück nach Shadinal. Ja. Dann gehen wir direkt Richtung Norden. Dann können wir hier in Bravil auch eben die Sachen verkaufen, die wir jetzt nicht brauchen. Und ich frage mich, ab wann wir ordentliche Daedra-Rüstung und so weiter kriegen. Na, der sieht noch glücklich aus. Boah, ich mag die Musik hier wirklich. Ich muss schauen, dass ich die Musik von Oblivion und von Morrowind irgendwie auch noch mit, wenn ich Skyrim dann spiele, mit da reinpacke. Oder ist er tot? Der Drö. Okay, der ist tot.
Nice, Akrobatik hat es verbessert. Ist das der richtige Weg? Ja. Hier liegen schon einige tot rum. Autsch. Ist das richtig? Ja. Schnell wieder heilen. In Bravil kaufen wir uns auf jeden Fall wieder Schmiedehämmer. Wir müssen hier wirklich deutlich mehr erkunden gehen. Oh. Dum, 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 dum. Wo ist unser Verehrer? Hat er sich verlaufen oder ist er gestorben? Das ist jetzt die Frage. Ach ne, der hat sich nur verlaufen gehabt oder kam nicht hinterher, besser gesagt. Okay, Leben ist auch voll. Es ist dunkel, es wird dunkel. Das heißt, wir müssen dort pennen gehen, wenn wir noch rechtzeitig was kaufen wollen, beziehungsweise wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, um was zu kaufen. Okay, hier gibt es wieder Banditen. Okay, die Waffe ist geil. So, die nehmen wir schon mal mit. Die müssen wir einlagern. Die Pfeile. Dringend. Auch was wert. Wir müssen die ganzen Pfeile einlagern. Kann man da rein? Oder also darüber rein? Will ich mal ausprobieren. Ob das funzt? Es ist ja im Grunde genommen auch eine Tür. Ich sage nichts.
seid gegrüßt, Ritter. So. Falls eure Stärke, Geschicklichkeit, eure Charisma oder andere. Ja, man, ich muss lesen. Worum geht es hier? Oh, mein armer Aleron. Kann ich hier noch rein? Hier könnt ihr immer ein gutes Geschäft machen. Ich bin Nilavin. Was kann ich euch bringen? Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Okay, erst einmal möchte ich Sachen verkaufen. Den Glasdolch möchte ich loswerden. Den Glasstreitaxt. Den behalten wir erst einmal. Alter, wir haben so viele Pfeile. Die Dinger sind nicht mal was wert. Das ist mehr. Daran. Ein guter. So, Lebensenergie, Ausdauer. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das nutzen wir auch nie. Zutaten Nierenwurz. Das kann weg. So, und das brauchen wir von ihr. Hämmer. Machen wir 10. Ja. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Seht euch vor. So. Da. Einmal alles reparieren. Perfekt. Hat doch noch gereicht. Aber ich glaube, den ganzen Weg nach warte mal. Wir gehen nicht zuerst nach Chetinal, wir gehen zuerst hier, Priorei der Neuen. Und lagern erst einmal unsere Pfeile ab. Weil das sind wirklich schon sehr, sehr viele Pfeile geworden. Wo hatten wir die eingelagert gehabt? Hier, oder? Ja. So. Die Pfeile da rein. Ist schon ordentlich was runtergegangen. Ich glaube, fast 50 Kilo waren das insgesamt. So, und hier der Elfenbogen nehmen wir wieder raus. Den verkaufen wir. Umaril Schwert behalten wir. Das ist legendär. Claymore des Versengens behalten wir auch. Aus dem Weg! Und dann würde ich jetzt nach Chetinal schnell reisen. Wo haben wir Chetinal? Da. Habt Mitleid, nur eine Münze. So, erst einmal gucken, wo können wir noch mal was verkaufen? Hier. Bitte fahrt fort. Ich möchte verkaufen. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Ich möchte dir meinen Elfenbogen andrehen. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Geldstrafen? Seitdem Ulrich Leland Hauptmann der Wache wurde, ist die Stadt den Bach heruntergegangen. Man traut sich kaum noch auf die Straße. Die Wachen haben für jeden noch so kleinen Verstoß lächerliche neue Strafzölle eingeführt. Sie scheinen sich die Gesetze nur auszudenken, um noch mehr Geld einzunehmen.
Wer die Strafe nicht bezahlen kann, wird enteignet und ins Verlies geworfen. Dagegen sind wir vollkommen machtlos. Wendet euch bei Interesse an Levana Nedaren. Sie hält mit ihrer Meinung über Ulrichs Strafzölle am wenigsten hinterm Berg. Okay. Verderbnis und Bewusstsein. Neue Quest. Seht euch vor. Aber wir haben ja erstmal was anderes hier zu tun. Sieh sich einer diese Muskeln an. Dankeschön. So, wo muss ich hin? Da lang? Warum seid ihr nicht in Stade? Ihr müsst den Auftrag für Bienna Melion in Stade erledigen. Wie sieht es aus? Bienna Melion ist ja doch erledigt. Ihr habt Schwert und Rüstung für sie, hm? Nicht schlecht für einen Anfänger. Was hier ist eure Bezahlung für diesen Auftrag. So, wie sieht es mit meinem Fortschritt aus? Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Ich ernenne euch hiermit zum Protektor der Kämpfergilde. Hast du einen neuen Auftrag für mich? Ich soll euch nach Korol schicken. Dort gibt es Arbeit für euch. Sprecht mit Orain. Okay, Korol, der Sohn des Meisters. Schönen Tag. Seid gegrüßt, Ritter. Okay, es geht für uns wieder nach Korol. Wir werden hier aber auch wirklich von A nach B geschickt. So. Wir stecken uns auf der beste Weg, Informationen zu... Ja, das haben wir festgestellt mittlerweile. Warte mal, wer ist denn das? Ich bin Voranil. Ich nehme an, ihr seid auf eine Einladung zu einem meiner grandiosen Feste aus. Das könnt ihr vergessen. Zutritt nur mit Einladung. Und ihr bekommt keine Einladung, Fremder. Ich dachte, du bist hier der Stallmeister. Schönen Tag. Wenn ihr ein Pferd kaufen wollt, sprecht drinnen mit Tovas. Ach so, mit Tovas. Wiedersehen. Ich mag den nicht. Ich lasse ihn aber am Leben. Wer weiß, vielleicht kommt da noch eine Quest, was mit ihm zu tun hat. Was? Mir gehören die Schwarzküstenstallungen. Wollt ihr ein Pferd kaufen? Ich wollte eigentlich, dass mein Pferd wieder zurückkommt. Wo ist mein Pferd? Oder ist eins davon meines? Schwarzes Pferd? Schwarzes Pferd? Schecktes Pferd. Was kostet ein Pferd? Wir hatten doch eigentlich eins, oder nicht? Guten. Mir gehören die schwarzen. Kauf dein Pferd. Die schwarzen Pferde aus Chardinal sind die besten in ganz Cyrodiil. Keine sind schneller und nur die weißen Pferde aus Anvil sind stärker. 5000 Gold sind viel, aber sei. Ja, komm, sei's drum. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Geht hinaus auf die Koppel. Mifrina, sattel euch euer neues schwarzes Pferd. 5000 Gold. Krieg ich auch eine Pferderüstung? Die schwarzen Pferde aus Chardinal sind die besten in ganz Cyrodiil. Passt gut auf es auf. Hallo. Okay, welches Pferd darf ich denn haben? Das hier, mein schwarzes Pferd. Hallo, mein schwarzes Pferd. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. So richtig schwarz sieht das auch jetzt nicht aus. Aus dem Weg! Haben wir jetzt 5000 Gold einfach für ein schwarzes Pferd ausgegeben und haben noch nicht mal eine Rüstung für. Was ist das denn? Was war das denn?
da haben wir einen Minotaurus. Was war das andere? Ein Ogrim? Gibt es hier wieder Ogrims? Aber ja, man merkt, das Pferd ist definitiv besser. Ey! Also schneller. Ich glaube, das Pferd wird mir auch reichen. Ich glaube, wir sollten auch wirklich allgemein öfters mal mit dem Pferd unterwegs sein. So. Hier haben wir noch mehr Stallungen. Roxherberge. Aber wir wollen jetzt erstmal nach Korol. Warte mal. Wir haben ja jetzt, nee, hier falsch. Hier. Gilden. Ritter des Weißen Hengstes, fahrender Ritter. Arena, Grand Champion. Ritter der Neuen, Divine Crusader, Neun Göttliche, Leimann. Kämpfergilde sind wir schon Beschützer, Protektor. Klingen sind wir Ritterbruder. Okay. Das sind unsere momentanen, Ränge, Titel. Ich wollte schon sagen, hatte. Reitet er immer so oder war das nur zu hoch? Okay, irgendwas will uns wieder angreifen. Bockwinkel haben wir jetzt erreicht. So, okay. Korol wollen wir auf jeden Fall. Und keine Ahnung, wo unser Verehrer jetzt ist, aber der wird jetzt ein Weilchen brauchen, um hinterher zu kommen. Festung Kaiserreich. Festung Kaiserreich? Okay. Ich hab Fragen. Was ich mich aber auch frage, ist, hier die bin ich falsch abgebogen. Die ganzen Oblivion-Tore, die sind doch alle fest, oder? Also, es gibt immer feste Positionen, glaube ich, doch hier. Kann das sein? Oder spawnen die doch random einfach? Und bleiben so lange da, bis man die kaputt gehauen hat. Und ich frage mich, wo sind dann eigentlich die, sagen wir mal, Ruinen von den Oblivion-Toren in Skyrim hin? Das ja
200 Jahre danach. War nur 200 Jahre, oder? War... Ne, doch, 201 fängt man an. Vierte Ära 201, oder? In Skyrim. Sind jetzt 200 Jahre später. Selber hallo. So, die sind da. Guten Tag. Habt ihr euch schon einmal überlegt, der Magiergilde beizutreten? Als ich noch jünger war, zog ich es in Erwägung. Aber es ist nichts für mich. Das habe ich auch schon gehört. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmer angeführt. Die Altmer haben mächtige Zauberer. Das könnte eine gefährliche Situation ergeben. Wiedersehen. Lebt wohl. Hi. Und der dann so, hi. Ihr seid, hi. Okay, ich höre den aber gerne zu, weil da gibt's schon... Oft interessant. Habt ihr Valus Odil in letzter Zeit gesehen? Verbringt den ganzen Tag im Gasthaus, seit seine Jungs weg sind. Ihr tut mir so leid. Ohne Zweifel. Habt ihr eine etwas Münze aus den anderen Provinzen gehört? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es macht den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Lebt wohl. Wiedersehen. Hören wir uns das einmal an. Was habt ihr zu berichten? Ich nehme an, der Daedra-Kult ist auf der Insel Somerset inzwischen weit verbreitet. Es macht den Anschein, die Insel Somerset ist mittlerweile... Okay, da wiederholen die sich. Aber... Ihr seid's, hi. Hi. Schönen Tag. So, Pflichten. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch, etwas Ausgefalleneres. Ja? Ihr geht auf eine Mission mit Viranus Danton. Ja, dem Sohn des Gildenmeisters. Ihr begleitet ihn und sorgt dafür, dass er es schafft. Er braucht etwas Zeit draußen im Feld, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Sonst wird er nie ein guter Krieger. Velena verhätschelt den Jungen zu sehr. Möchte ihn nicht in Gefahr wissen. Ist ja auch kein Wunder nach dem, was mit Vitellus passiert ist. Vertrauen? Seine Mutter hält ihn zurück, um ihn zu beschützen. Geht mit ihm zur Nonville-Höhle. Galtus Previa wird dort vermisst und ihr sollt ihn finden. Und kein Wort darüber zum Gildenmeister. Geht und findet ihn. Er ist wahrscheinlich bei den Dantons. Und bringt ihn in einem Stück zurück. Galtus Previa? Der Auftrag kam von seiner Tante. Er war ein Nonville auf der Suche nach irgendwelchen Edelsteinen. Man hörte nie wieder von ihm. Ihr und Viranus sollt ihn finden. Ah, okay. Die Zeit rennt. Ja, dann würde ich das aber dann vielleicht in der nächsten Folge machen. Bei den Dantons. Irgendwo hier auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!